aufgeregt ist. Wach ist sie, hast du ja gesagt, ne? Wir hoffen ja, dass sie nach wie vor richtig liegt. Wow. Achtung, herzlich willkommen, liebes Team Tapia, zu einem neuen Video. Und in diesem Video geht es für uns zum Ultraschall. Denn mittlerweile ist es 4 Wochen her, dass wir die Kleine gesehen haben. Bei wir dem sind letzten, schon ganz gespannt. Ja, bei dem letzten Termin ist uns nämlich was dazwischen gekommen, weswegen wir den verschieben mussten. Und die hatten leider keinen früheren. Dementsprechend ist es 4 Wochen her. In der Zwischenzeit ist echt viel passiert. Die Kugel ist gut gewachsen. Ja, die Kugel ist gut gewachsen und vor allem bewegt sich unsere kleine Prinzessin extrem. Also das ist so gefühlt jeden Tag extremer. Mittlerweile drückt sie sich richtig raus. Apropos, wenn ihr mal den Babybauch sehen wollt oder vielleicht kriegen wir es sogar aufgefangen, wenn sie sich mal bewegt, dann schreibt in die Kommentare Hashtag Babybauch. Sie ist ein bisschen kamerascheu. Ja, muss ich echt sagen. Sobald man eine Kamera drauf hält, ja, macht sie so Freeze. Ja, passiert auf einmal gar nichts. Ob Handy oder egal was. Wir sind jetzt in der Schwangerschaftswoche 36. Heute fängt die 36. an, ne? Genau. Wahnsinn. Wenn man überlegt, in 4 Wochen kann es schon so weit sein. Kann natürlich auch früher oder später. Ja. Aber es ist verrückt. In 4 Wochen liegt unsere kleine Prinzessin drüben auf der Wickelkommode. Ist verrückt, ne? Ja, hoffentlich liegt sie nicht drüben auf der Wickelkommode, während wir hier sind. Ja, das nicht. Doch, Mensch, Schatz, also haben wir mal ein bisschen Fantasie. Ach, apropos, auch wenn ihr natürlich die BBS-Ausstattung von uns sehen wollt, wir haben natürlich ein Video abgedreht mit unserer Hebamme, aber es folgt natürlich auch noch ein Video von unserer eigentlichen Erstausstattung. Was haben wir gekauft? Was wir eigentlich alles gekauft haben. So, genau, oder? Genau. Was haben wir an Kinderwagen, an Klamotten, an all jeglichen Artikel. Auch das folgt natürlich hier auf dem Kanal, könnt euch darauf freuen. Und für uns heißt es jetzt ganz schnell los zum Ultraschall, denn wir sind schon wieder spät dran. Wie immer. Die ist langsam richtig kugelig, die Kugel. Die Treppensteigen war für dich auch gerade. War nicht angenehm, ne? Ich kann nur einmal den Aufzug nehmen. Stimmt eigentlich. Aus Gewohnheit nehmen wir immer noch die Treppen. Wenn man sich zum Aufstehen will, ne? Dann ist es wieder ja, dieses. Ja. Man kommt nicht mehr. Ja. Ich halte immer meinen Arm fest, so als Halterung. Ich sag einfach festhalten. Mal sehen, ob sie wieder aufgeregt ist. Wach ist sie, hast du ja gesagt, ne? Ja, vorhin. Ich habe sie vorhin auf jeden Fall schon mal gespürt. Oh, direkt erwischt. Strike. Desto größer sie wird, desto leichter ist es, glaube ich, abzuhören. Yeah. Ne? Wow. Und freust du dich, das Video wieder mal zu hören? Ja. Nach so langer Zeit. Schon schön. Aktiv, die Kleine. Wach ist sie auf jeden Fall. Wie wir sehen wir einen Herzschlag von 150. Dementsprechend ist sie gerade auf dem Stairmaster wieder mal. Unsere Tochter ist sportlich sehr aktiv. Nein, Spaß beiseite. Bei Babys ist es ja normal, dass sie so einen starken, schnellen Herzschlag haben. Wahnsinn. Ein Riesenbauch. Wie aufgeregt bist du, Baby, unsere kleine Maus wieder zu sehen nach 4 Wochen? Sehr. Sehr? Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Was da wohl alles drin schon passiert ist. Was da wohl alles drin ist? Was drin ist, wissen wir eigentlich. Eigentlich. Dein Bauch ist ein ganz fast fertiges Baby. Ein fast fertiges Baby. Du bist ganz fusselig. Schon Wahnsinn, ne, wie der Bauch gewachsen ist. Kommt von der Jacke, ne? Oh, schon verrückt, wie groß der Bauch einfach jetzt ist. Wir hoffen ja, dass sie nach wie vor richtig liegt. Weil wir haben jetzt ja einen Ultraschall. Köpfchen ist unten. Oh Gott. Also sind wir beruhigt. Jetzt wird sie sich wahrscheinlich auch nicht mehr drehen. Sonst hätte ich sie noch nicht mehr drehen. Nein, ja, ich denke auch nicht. Das ist zu wenig Platz. Sie bleibt da. Wow. Ja. Ja, sie hat jetzt schon richtig Kraft, das merkt man. Ne? Ja, die tritt wie verrückt. Sie ist auch kräftiger jetzt auch geworden. Dann bin ich echt gespannt, wie groß sie wiegt und wie viel sie wiegt. Nicht wie groß sie ist und wie viel sie wiegt. Wie viel hatten wir denn letztes Mal? Das letzte Mal haben wir das vergessen zum Fahren. Ach so, ja. Das, ja, Gewicht hatten wir? Gewicht hatten wir. Die Größe kann ich ja nochmal nachgucken. Dann 1700, ja. Ja, irgendwas sowas, ja. Vor 3,5 Wochen oder so, ne? Ja. 1700 vor 3,5 Wochen und jetzt 4 Kilo. Ja, 1700 dürfte so um 2300, 2400.
pro Woche 200 Gramm, 300 Gramm dazu rechnen. Ja, 2500. 2500? Ja, 2500. Wow. 800 Gramm in dreieinhalb Wochen, sagten Sie. 800 Gramm in dreieinhalb Wochen. Ja, genau. Also Wahnsinn. Ja. Also in vier Wochen wären es dann wirklich 800 Gramm. Dann gehen wir noch ein paar Tage. Also Sie kommen, dass Sie dann Ihre drei... Wenn Sie davon ausgehen, dass Sie alle pro Woche 200 Gramm zunehmen, wir haben ja jetzt noch fünf Wochen bis zum errechneten Termin, genau. 1000 Gramm, dann wird es um 3500, also wäre normal Maße. Ja, absolut. Ja. Also um und bei 3600. Ja. Und von der Größe her ist sie jetzt so 49 cm. 49 schon? Ja. Wow. Wir sind aufgerundet, dann wären wir bei 7. Dann wäre sie dann 7 mal 7, ich sage Oberschenkel mal 7, denn dann ist ungefähr die Länge des Babys dann auch. Ne? 48, 49 pro Woche wieder ein Zentimeter dazu. Ja, passt doch alles gut. 53. Jetzt ein brauchbares Baby. Da hat sie gerade den Mund aufgemacht. Echt? Und da trinkt sie gerade wieder. Echt? Oh, ich hab's verpasst. Da. Ja, ist der Mund. Ja. Oh, da sind die, die Arme, die Händchen bewegen sich. Das ist das Auge, Augenlider, Nase, Gebärmutterkuchen. Schmust sie mit dem Gebärmutterkuchen. Gut, die schmust, glaube ich. Das ist dann von hinten das Ohr zu sehen. Gebärmutterkuchen hört gut hier auf. Fruchtwassermenge, wenn ich mir so angucke, ist auch hier überall normal. Ja. Auch. Hier sind die Füßchen. Oh, Wahnsinn. Ja, das merke ich auch das öfter. Wo sind die? Da drüben. Da oben sind die. Da in der Leber. Ja. Deswegen tut es dir weh, wenn sie in die Leber tritt. Immer schön. Okay, das erklärt einiges. Wird es schlecht jetzt? Ja, gerade schon. Ein bisschen. Kommt. Ja, wird schlecht, ey. Was genau machst du da? Bleiben Sie mal so, wie Sie sind. Nicht mehr auf dem Rücken. Ich so was geht sie besser wieder, ne? Ja, ist wieder gut, ja. Ist dann immer nur kurz und dann weiß ich, und das ist jetzt? Und dann ist wieder gut. Mal gucken, ob wir sie mal das Bild mal dreidimensional bekommen. Aber sie hat schon gesagt, sie hat den Kopf nicht klar, ne? Ja. Also sehr verschwommen, weil einfach die Lage für diese Art der Bilder. Das ein Ohr? Ein Ohr? Echt? Ja, wow. Das ist Ohr zu sehen. Ich wusste gar nicht, dass das sogar geht, 3D direkt. So schnell. Ein Ohr ist zu Wir sind nun zurück vom Ultraschall und man kann sagen, wir sind deutlich erleichtert. Ja, auf jeden Fall noch so 3,5-4 Wochen die Kleine mal wieder zu sehen, weil natürlich bei Jodie zieht es mal hier und da und man weiß ja nicht so recht, ist alles gut mit der Kleinen. Auch ob sie sich nochmal gedreht haben könnte. Genau, das war ganz, ganz wichtig. Das habt ihr, glaube ich, gesehen, wie erleichtert du warst, als sie gesagt hat, sie liegt noch mit dem Köpfchen nach unten. Das war uns natürlich besonders wichtig, weil sie so viel Rambazamba gemacht hat. Und jetzt wiegt sie... 2500 Gramm. 2500 Gramm? Und 49 Zentimeter ist sie groß. Ja, Wahnsinn. Zuletzt vor 3,5-4 Wochen war sie bei ungefähr 1700 paar zerquetschte, irgendwo bei 1800 um und bei. Ist verrückt. 200 bis 300 Gramm die Woche aktuell. Und ja, es verläuft alles vorbildlich, müssen wir sagen. Ja, die Kleine wächst, gedeiht. Und der nächste Frauenarzttermin ist dann am 30.12., also knapp vorm Neujahr. Das werdet ihr natürlich auch nochmal erleben. Jetzt in zwei Wochen. Und man weiß ja nicht, es kann natürlich auch sein, dass die Kleine sich schon auf den Weg macht. Kann sein. Man sagt ja so, also das haben wir so nachgelesen, am besten sollte sie noch bis zu 37. so drin bleiben. Pi mal Daumen, es wäre es auch selbst nicht schlimm, wenn es jetzt kommt. Es gibt ja heutzutage alle Mittel und Wege. Ja, 36. Schwangerschaftswoche ist nicht mehr dramatisch. Ja, ist nicht mehr dramatisch, ne? Aber mal schauen, Mitte Januar ist es schon soweit. Und ihr seid natürlich beim nächsten Ultraschall auch dabei. Ihr dürft gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr natürlich auch weiterhin hier zukünftig sehen wollt. Wie schon am Anfang erwähnt, euch erwartet bald die Kliniktasche. Ja. Die Kliniktasche muss nämlich ganz zügig gepackt werden in der 36. Und dann sehen wir uns halt bald wieder. Wenn es wieder heißt, Baby, Baby, Baby. Jetzt wollte ich sagen, Food. Ja, hast du Hunger, oder was?
Genau, wie ihr merkt, Jody ist ganz, ganz müde. Ich bin müde. Das ist momentan Dauerzustand. Ich fühle mich einfach immer müde, immer schlapp. Essen, schlafen, essen, schlafen, essen, schlafen. In dem Sinne geht Jody schlafen und ich schneide die Videos für euch.